Ja, die haben uns schon eine tolle Samba-Kühe in Rio gezeigt. Ja, sie erinnern sich an die erste diagonale starke Trab. So ein kleiner Hacker drin und die ganze Welt hielt praktisch die Luft an. Aber sie hat das wirklich in ihrer ganzen Professionalität zu Ende gezaubert. Und dann war es soweit. In Lyon hat sie das allererste Mal in ihrer Karriere die 90% geknackt. Mit dieser Stute, mit Weihegold OLD. Weihegold und Isabel Wehrt, die hier schon den Otto-Loerke-Preis entgegengenommen haben, die dieses Jahr in Olympia echt uns verblüfft haben und die immer noch wieder eins draufsetzen. Ich bin jetzt auf heute gespannt.
Meine Güte. Meine Güte noch einmal. Ich muss jetzt mal wirklich sagen, das Wort Balance kriegt für mich in der Piaffe mit diesem Pferd nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das war wirklich wunderschön. Diese Schluss-Piaffe-Piorette, so in der Balance, so im Gleichmaß, mit so viel Selbstverständlichkeit, mit so viel, das war richtig, richtig schön. Das war ganz, ganz toll. Nein, wir wollen jetzt nicht hier alles nur hochjubeln. Sie hatte einen kleinen Haker drin nach den 13 Einern. War eine kurze Pause und dann kamen noch zwei hinterher. Da musste sie selber mal grinsen. Warum kann Isabel Wirth bei sowas grinsen? Wer sie kennt, der weiß das. Sie weiß, sie hat da einfach ein super Pferd. Die hat eine tolle Runde da geritten. Da passt, ich würde mal sagen, 98%. Das Schönste daran, die Studie, die ist voll an. Die ist voll an und man hat jeden Moment in dieser Kür das Gefühl, sie könnte Schritt gehen, durchdrehen, Zügel lang und alles wäre vollkommen entspannt. Dieses Ansein, ohne überan zu sein, ohne überspannt oder irgendwas zu sein, dieses wahnsinnig reelle, dieses sehr, sehr in sich ruhende, trotz des Ehrgeizes oder sagen wir mal mit dem gesunden Ehrgeiz gepaart und mit einer absoluten Durchlässigkeit. Ich würde sagen, das hat einfach nur Spaß gemacht. Sie hatte diese kleine Ecke drin in den Einernwechseln und sie hatte auch ganz am Anfang Passage Traversale. Da hat die Stute mal so zwei Tritte nicht ganz optimal gleichmäßig abgefußt. So, und das ist jetzt schon mehr als kringelpiezig, was wir da machen. Wir sollten das lieber genießen. Das war einfach eine riesen Runde. Dieses Paar macht wahnsinnig viel Spaß. Ich gebe zu, ich bin komplett verdattert, wie die Stute sich entwickelt hat. Dass es ein tolles Pferd ist, dass es ein wahnsinnig sportliches Pferd ist, aber dass sie sich so entwickelt, damit haben wir ich und ich weiß auch einige andere nicht gerechnet. Isabel Wirth und Weihegold, tatsächlich ein Paar, was sich absolut gefunden hat in den letzten Wochen. Und hier geht's jetzt mit der Note los. Lieber Himmel. Nach den Gefallen hätten sie uns tun können. Jetzt rutschen wir an den 90% lang. Ist es denn wahr? Insgesamt 89,418. Ach, schade, ich hätte gerne die 90 vor dem Komma gehabt, hätte Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, guck mal hier, da kriegt sie in der B-Note zweimal, dreimal die 95, einmal die 96. Das ist ja schon total irre, in welchen Sphären wir uns hier bewegen. Aber ich kann das sowas von nachvollziehen. Es war einfach schön. Es war einfach schön. Sie geben nur 87%, meine